Zum 10. Mal findet der Skisprung-Weltcup-Zirkus der Damen im Everdinger Becken statt und die Vorfreude ist jetzt schon riesengroß. Sportland freut sich wirklich auf diesen Weltcup des Skispringen zum 10. Mal, eine Jubiläumsveranstaltung. Und das Tolle natürlich ist, dass unsere österreichischen Skispring-Mädels derzeit so gut drauf sind und wirklich Erfolge um Erfolge erspringen. Das heißt, man sieht wirklich Spitzensport in Hinzenbach und ich kann alle einladen, sich die Damen da mal anschauen. Das ist wirklich Spitzensport auf Weltklasse-Niveau. Hinzenbach ist mittlerweile ein bewährter und beliebter Weltcup-Ort für die Springerinnen-Elite geworden. Es ist eine top organisierte Veranstaltung, es ist sicher ein Highlight im Weltcup-Winter, weil wir haben ja Vergleiche mit anderen Weltcups und da ist Hinzenbach schon an oberster Stelle mit dem ganzen Umfeld. Wie gesagt, habe OK-Präsident Bernhard Zauner, wir sind langjährige Freunde und wie da gearbeitet wird, das ganze Team, wie jeder Freude hat, wenn du hinkommst und wie da geholfen wird, wie geschaut wird, dass das Bestmögliche da ist, also das ist toll und das macht schon auch viel aus. Die weltbesten Skispringerinnen gehen dann in der Hinzenbach Arena für ein offizielles Training und zwei Wettkämpfen samt Qualifikation an den Start. Darunter auch die Weltcup-Führende Eva Pinkelnich und die Oberösterreicherin Jacqueline Seifritzberger. Ich habe es eh vorher schon gesagt, das ist immer besonders, wenn ich nach Hinzenbach komme. Ich kenne die Schanzen sehr gut und habe wirklich schon gute Erfolge drauf gefeiert und das stimmt mir positiv. Also ich weiß ganz genau, der Zauner Bernhard und sein Team, die werden das wieder super Event auf die Füße stellen und ja, das gibt halt zusätzlich Motivation. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nicht einmal Schneemangel könnte jetzt zu einem Problem werden. Wir haben ein Depot angelegt, wir haben heuer das Glück gehabt, dass es extrem kalt war vor Weihnachten und jetzt haben wir in kürzester Zeit sehr viel Schnee machen können und also wir sind da abgesichert, ganz egal was für Wetter das kommt, wir können die Veranstaltung mit Sicherheit durchführen. Und weil man auch noch 10-jähriges Jubiläum feiert, gibt es ein besonderes Zuckerl für die Zuseherinnen und Zuseher. Wir verlangen diesmal keinen Eintritt, also das ist ein freier Eintritt. Es gibt lediglich im VIP-Bereich einen Kartenverkauf, der sehr gut läuft, aber alles andere ist frei und wir hoffen natürlich, dass das ein Zugpferd ist, dass die Leute kommen und das natürlich auch dementsprechend nützen. Es ist Freitag freier Eintritt und Samstag freier Eintritt. Der Skisprung-Weltcup findet am 10. und 11. Februar in Hinzenbach statt.